Uhu, meine lieben Freunde, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren Runde Sons of the Forest. Holt euch noch einen Snack, macht's euch bequem, wir legen gleich los. Wir sind mit der ersten Folge im Patch 13, das heißt für uns, wir haben jetzt ein bisschen was zu tun bekommen. Mit dem neuen Patch 13 ist so einiges passiert. Ich würde aber sagen, zuallererst einmal erzähle ich mal ganz kurz, was alles neu ist, und dessen gehen wir uns mal ein bisschen Holz hier rüber schaffen. Und zwar, wir haben drei neue Baupläne. Wir haben zwei neue Fragezeichen-Items. Wir haben eine komplett überarbeitete Dämonenhöhle, wo man die goldene Rüstung findet. Und wir haben noch einen kleinen neuen Abschnitt in der Seilpistolenhöhle. Da gibt es auch noch mal ein bisschen was zu entdecken, sag ich mal. Und es gibt einen neuen Kannibalen, einen aggressiven Kannibalen, der ist Henry. Also er ist wirklich Henry. Der soll wohl sehr aggressiv sein. Da darf man mal gespannt sein, wenn der uns über den Weg läuft, wie aggressiv der Herr wirklich ist, ne? Da lasse ich mich gerne überraschen. Aber wir hätten eigentlich auch Kelvin mitnehmen können. Er hätte mal hier in Ruhe unser Lager füllen können. Indessen wir dann, warte mal, wir machen mal Folgendes, ne? Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal den Kelvin holen. Ja, der werte Herr ist ganz schön außer Atem. Ja, wir haben viel zu tun, und ich würde doch Tatsache mich sogar heute schon auf den Weg machen, um diverse Sachen zu organisieren bzw. schon mal abzuchecken. Außerdem sind natürlich wieder eine ganze Menge kosmetische Sachen passiert. Die haben sehr viel verändert auf der Oberwelt wieder mit gore-technischen Sachen. Also das heißt, die ganzen Innereien, Beine, Hände, Arme, Brustkörbe, was alles überall rumliegt, Fleischklumpen und so. Da haben sie ein bisschen was gemacht. Es gibt jetzt auch wohl noch mehrere verschiedene, neue. Und müssen wir mal gucken, ob uns sowas auffällt, dass denn irgendwas was rumliegt, was wir vorher noch nicht so gesehen hatten. Wir sind in einer neuen Session. Ne, mit dem Patch habe ich jetzt eine neue Session gestartet. Wir haben es jetzt Freitag, also der Patch ist heute erst erschienen. Ihr könnt gerne mal in mein Infovideo reinschauen. Wenn ich dran denke, könnt ihr jetzt oben draufklicken. Da verlinke ich euch es. Ansonsten, ja, schaut einfach weiter zu. Wir gehen ja nach und nach alles hier ab, was es alles gibt, was wir alles neu haben. Gucken wir mal. Wie gesagt, die Liste ist lang. Und als allererstes würde ich mir ganz gerne in der Seilpistolenhöhle vielleicht das Areal angucken. Das scheint ja nur ein kleineres Areal zu sein. Das heißt, das ist relativ schnell erledigt, hoffe ich doch. Und dann gibt es noch die Dämonenhöhle, ja, natürlich. Da müssen wir nochmal rein, denn dort ist so einiges passiert. Um mal nicht zu sagen, die haben die komplett überarbeitet. Also die haben wirklich geschrieben, komplett neu gemacht. Also komplett neue Optik alles. Auch soll es da drin eine Überraschung geben, wie sie schreiben. Also a surprise. Surprise me, please, baby. Da bin ich ja mal gespannt, was das denn sein wird. Und ja. Wir werden jetzt auf jeden Fall immer hier in Ruhe die Behälter füllen lassen. Und würde ich sagen, machen wir uns einfach gleich mal auf den Weg zur Seilpistolenhöhle. Wenn es sich hier schon mal anbietet, dass wir hier sind. Der Kelvin wird hier in Ruhe uns unser Lager füllen, und wir schauen mal, wo wir denn lang müssen. Eigentlich direkt zu dem Weg sind wir schon ganz richtig hier. Haben wir einen Topf bei, oder haben wir jetzt jeden Topf weggelegt? Stimmt, wir haben ja Wasser noch gekocht gehabt, ne? Wir wollten uns den Cracktopf eigentlich mitnehmen. Pass mal auf. Einmal ganz kurz nochmal zurück. So, vom Inventar her sollte aber alles soweit passen, sag ich mal. Da brauchen wir jetzt nichts groß ablegen oder so. Hi, Virgie. Na? Muss man noch schnell einen Topf holen, oder bin ich schon wieder weg? So, da ist noch der Wassertopf. Da müssen wir noch einmal unsere Pulle füllen. Dann haben wir auch ein bisschen Wasser unterwegs bei. Und dann würde ich auch sagen, brauchen wir auch gar nicht dran schlürfen. Den können wir gleich direkt so abstellen, wie er ist. Und ja, den nehmen wir hier mit, den hier vorne. Das müsste nämlich Greg sein. Sehr schön. So, widmen wir uns ganz kurz nochmal den Blaupausen. So, wir haben hier jetzt neuerdings Tabs. Man kann jetzt hier aufklappen an der Seite. Das ist ein Wunsch von mir gewesen, und die haben den berücksichtigt, dass ich das wieder haben wollte. Im ersten The Forest, da war es ja auch schon so, dass man direkt über die Tabs die Sachen anwählen konnte. Ne, jetzt haben wir hier Tab 3, Tab 4, und ich weiß, dass auf Tab 4 sind zum Beispiel, hier auf Tab 3 sind die Stühle, und aber wir haben ja auch einen neuen Tisch.
Es gibt einen neuen Tisch, den kann ich euch gleich mal zeigen. Das ist ein runder Tisch. Den kann man jetzt bauen. Der ist rund und lustig, ja, schön toll. Muss man mal gucken, wie der aussieht. Vielleicht passt der besser in unsere Sitzecke rein. Mal schauen. Ja, und bei den Zusatzrezepten werden wir jetzt noch drei Rezepte finden. Eine Falle und noch zwei Möbelstücke, so wie ich mitgekriegt habe, wie sie geschrieben haben. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich weiß auch nicht genau, wo die sein werden. Ich hoffe, dass die relativ da sind, wo die auch dran gearbeitet haben. Ne? Also die Seilpistolenhöhle, die Dämonenhöhle, da gehe ich mal ganz stark von aus, weil ja auch eine dicke Überraschung noch drin sein soll, dass da auch nochmal vielleicht ein Fragezeichenteil versteckt wurde. Und ein Bauplan. Und ja, und die Fischerhütten, diese Einsiedlerhütten, die wir gefunden hatten mal, die haben die auch überarbeitet. Die würde ich mir auch ganz gerne nochmal angucken. Da soll wohl ein bisschen was zu looten geben jetzt. Also Kleinigkeiten. Müssen wir auch nochmal vorbeischauen. Es gibt zwei Stellen, die ich kenne, wo welche von diesen Hütten sind. Und lassen wir uns mal überraschen, ob es denn da so, ja, was es denn da so Schönes zu entdecken gibt. Ich hatte ja schon mal die Idee, eine von diesen Fischerhütten einfach, oder zumindest um die zwei Fischerhütten einfach mal eine Base rumzubauen. Dass man die mal einnimmt und da wohnt. Wäre auch mal eine Idee. Mal gucken, wenn uns allzu langweilig wird hier später mal. Können wir ja gerne mal eine Base da planen irgendwie. Aber momentan haben wir eigentlich Wichtigeres zu tun, ne? Wir düsen mal jetzt Richtung Seilpistolenhöhle. Ich bin sehr gespannt. Also gut, die haben ja diesmal wieder mal nicht viel verraten, die Entwickler, ne? So, wo die Spots sind, wo man jetzt die ganzen, zum Beispiel von den Bauplänen, haben sie gar nicht gesprochen. Das Einzige, was sie geschrieben haben, war, es wurden drei Baupläne hinzugefügt. Also darf man jetzt selber wieder gespannt sein und suchen. Aber sie haben auch geschrieben, dass sie Cave B bearbeitet haben. Und Cave B ist die Seilpistolenhöhle. Und deswegen gehen wir mal dahin und gucken mal, weil wenn die das bearbeitet haben, dann kann ich mir nur ganz gut denken, weil wir haben ja jetzt zum Beispiel in der Tauchgeräthöhle, da haben wir ein Fragezeichen-Item gefunden. Und ich gehe ganz stark von aus, dass man jetzt in der Seilpistolenhöhle vielleicht noch ein Item findet. Ein mystisches. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Kann auch sein, dass sie einfach nur irgendwie einen neuen Abschnitt gemacht haben, wo man wieder ein bisschen was looten kann. Die große Überraschung ist ja erst dann in der Dämonenhöhle. Da soll wohl richtig viel passiert sein. Aber das heben wir uns noch auf. Wir machen erstmal die kleine Sache. Liegt ja auch eigentlich eher auf dem Weg. Und wenn wir schon mal auf dem Weg dahin sind, dann können wir auch gleich in den Bunker kurz nochmal reinschlüpfen. Vielleicht noch ein bisschen was looten. Kann auch nicht schaden. Hallöchen, Flack. Wo hast du Flick gelassen? Hä? Flick und Flack, die beiden Chaoten. Wie gesagt, alleine ist er ja immer schon gar nicht so schlimm. Der ist ja auch nicht so aggressiv. Aber sobald die zu zweit sind, er und sein Bruder Flick und sein Bruder Flack, sind die eigentlich, ja, nicht auszuhalten. Der ist ganz schön außer Atem, der Mann hier, ne? Nachdem wir ja nur festgestellt haben, dass wir ja im Haus eigentlich fast überall frieren, in unserer Wohnhütte, müssen wir uns ja auch noch irgendwas einfallen lassen. Dass wir da uns noch ein bisschen was, ja, irgendwo noch eine Decke reinziehen oder Wände. Da lasse ich mich mal überraschen. So, ja, das sind ja noch die hängenden Skelette. Die kennt man ja jetzt noch, ne? Die machen jetzt auch so einen Klappersound, haben sie geschrieben. Ja, ich höre was klappern. Ganz leise. Schon schön so im Winter mit dem Schnee und so, das haben die echt geil hingekriegt. Also bin immer wieder begeistert von der Atmosphäre, die in diesem Spiel herrscht. Ich meine, im ersten Teil war die Atmosphäre auch schon geil, aber da war es dann halt eben hauptsächlich Atmosphäre, ne? Also das ganze Gefühl drumherum, wenn man durch den Wald gelaufen ist. Überall haben sie gelauert, du musstest immer Angst haben, die Kannibalen sind irgendwo, und die waren wirklich noch eine ganz andere Nummer in The Forest. Hier in Sons of the Forest, ja. Da ist alles so idyllisch manchmal, alles so schön. Man könnte eigentlich glatt stehen bleiben und sich das eine halbe Stunde lang nur angucken, das Spiel. Weil es alles so geil ist. Aber auch die Atmosphäre ist natürlich Bombe, ne? Also bombastisch. So, und wenn die jetzt gerade dabei sind, die ganzen Wünsche aus dem ersten Teil zu erfüllen, wie zum Beispiel meine Tabreiter in dem Buch,
Dann dürfen die auch gerne wieder Lurche einführen. Oder sich endlich mal um craftbare Pfeile kümmern, also Brandpfeile, Giftpfeile. Das sind so Sachen, die ich aus dem ersten Teil, die vermisse ich halt. Gut, man sagt ja eigentlich, man soll nicht immer so viel adaptieren aus den vorigen Teilen, damit es halbwegs, ja, nicht so langweilig wird so schnell. Aber ich glaube mal, so manche Sachen sollte man schon übernehmen. Gerade speziell die Pfeile. Giftpfeile, Feuerpfeile. Wie gern habe ich mit Feuerpfeilen gekämpft? Das war mir immer wieder eine Ehre. Im ersten Teil eh, da war der Bogen eigentlich ja total op, also overpowered. Mit der hattest du den modernen Bogen, konnten die da eigentlich kaum mehr was. Hier ist es ja so ähnlich, sag ich mal, ne? Also wenn man den Bogen hat, aus dem Fernkampf her, ja, sind wir ehrlich, Headshots, da kommt keiner gegen an. Nun haben sie ja aber auch mittlerweile ziemlich viel Mutantenrüstungen und es gibt ja auch so manche Mutanten, die kannst du gar nicht headshotten. Wie zum Beispiel Amsi oder Virginia. Oder unseren ja, John Two heißt der, bei uns heißt der eigentlich, ja, wie haben wir den denn genannt? Ich weiß das gar nicht mehr. Der komische Doppeltyp. Der Doppelmutant. Die Wurst. Wurst Johnny. Ja, der gibt jetzt zwei Rüstungen. Und Tatsache geben die normalen, die ganz normalen Puffys geben leider keine Rüstung mehr. Das heißt, die normalen Mutanten, die Blindfische, die werden uns jetzt keine Rüstung mehr geben. Dann wird das alles auch in den Höhlen ein bisschen schwieriger vielleicht. Wird es nicht ganz so leicht zu handeln sein. Weil man wird jetzt nicht mehr mit Mutantenrüstung überholt. Aber ich denke, das werden wir schon noch früh genug feststellen, wenn wir da hinkommen. Erstmal, soweit sind wir hier jetzt ja, durch. Hier noch ein bisschen was looten. Wir hatten ja unsere ganzen Pfeile weggelegt, ne? Dann wäre ich mal dafür, dass wir uns schnell mal ein paar Pfeile kräften. Ramen-Nudeln. Oh, Leiterplatten, sehr schön. Ja, den haben wir ja schon. Den haben wir ja schon. Oh. Ich glaube, wir brauchen 20 Stück, ne? Wir müssen ein komplettes Programm machen. Wissen wir auch, aber wir können auch noch Pfeile craften. Also zumindest ein paar. Ne? Mal gucken. Der 3D-Drucker ist alle, habe ich gerade gehört. Wenn mir das Piepen gerade bekannt vorkam. So. Erstmal. Dann haben wir uns hier auch wieder ein bisschen versorgt. Nee, der 3D-Drucker war noch gar nicht leer, dann war es die Musik. Hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Kann man auch nicht ausmachen, hier nervt so ein bisschen, ne? Warum die das auch noch nicht weggemacht haben, dass man hier drin sich die ganze Zeit die Musik antun muss. Achso, wir waren ja stehen geblieben bei dem komischen Wurstmutant. Ja, der Wurstmutant, den haben sie jetzt ein bisschen gefixt. Der soll jetzt angeblich wohl nicht mehr durch Wände backen. Also es wäre natürlich echt prima, wenn er nicht mehr einfach durch deine Verteidigungswall durchbackt oder durch irgendwelche Wände im Haus oder durch den Boden im Haus, was ja vorher der Fall war. Da bin ich sehr dankbar für. Ne, das heißt, der kann jetzt auch durch die Palisaden mal ferngehalten werden von der Base. Finde ich echt gut. So, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Der Rest ist alles soweit okay. Wir kommen ja nochmal wieder, irgendwann. Ich bin ganz zufrieden, wir haben die Pfeile. Soll uns erstmal reichen. Wir wollen ja auf jeden Fall noch die Seilpistolenhöhle erreichen heute. Mal gucken. Sollten wir noch hinkriegen. Ist ja nicht mehr weit. So, mein Bester, gib Gas. Guck mal, Virginia und Calvin sind beide noch in der Base. Also Calvin ja sowieso, der muss ja Holz sammeln, aber Virginia, die ist gar nicht hinterhergekommen. Die fühlt sich jetzt in der Base so wohl. Am Anfang wollte sie gar nicht. Jetzt will sie gar nicht mehr weg. Ist aber auch schön, das heißt ja bei uns, wir haben was Ordentliches geleistet. Wir haben was Schönes gebaut. Also ich bin eh zufrieden mit unserem Lager. Unsere Gebäude sind relativ gut geworden. Geht immer ein bisschen besser, aber ist doch schon okay, sage ich mal. Oh, was haben wir hier? Ein Dorf.
Ah, ein Camp. Ja, da hat schon irgendwo eine geschrien. Da. Das Mädel. Da ist noch ein zweiter Typ und einer hat sich auf dem Boden rumgerollt. Der spielt einen auf Rolle, 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 Rollkommando. Mädel, geh weg von mir. Lass mich in Ruhe. Ich will eigentlich nur ein paar Sachen mitnehmen und dann bin ich auch schon wieder weg. Und wenn ihr mich nicht nervt, werde ich euch am Leben lassen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Auch nichts in den Zelten. Ein bisschen Stopp haben wir hier. Besonders toll. Viel ist jetzt hier aber auch nicht, ne? Oh, Steine. Steine sind ganz gut. Im Winter findet man die nämlich ganz schwer. So. Okay, wir verpissen uns. Ne? Wir haben hier kein großes Aufsehen gemacht. Die sind, glaube ich, auch recht froh, dass wir die in Ruhe lassen. Ja, wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Ziel, ne? Also, wir wollen ja eigentlich zur Höhle. Bisschen was plündern ist okay. Aber jetzt geht's weiter. Oh, da müssen wir hoch, ne? Müssen wir links rum schnell mal. Also irgendwie hat er gerade so heute ein bisschen Ladeprobleme hier, habe ich das Gefühl. Also war jetzt gerade schon mal ein Ruckler und gerade kam mir so vor, als ob die Wand sehr spät erschienen ist, der Pelz. Ja, ich behalte das im Auge. So, da haben wir es gleich geschafft. Da sind wir gleich schon da. Wir haben ja unser Einrad noch an der Dämonenhöhle oben, ne? Das ist ja ganz praktisch, wenn wir da jetzt eh nochmal hin müssen. Dann kann man das von da aus gleich mitnehmen. Ja, hallö. Hey Flick, was geht, altes Haus? Na, ganz alleine heute. Plack, 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 muss noch Hausaufgaben machen, ja? Alles klar. Dann düse ich mal weiter. Müsste mal noch einen Stock sammeln, dass ich mir die letzten Pfeile noch craften kann. Oh. Blick, lass mich doch mal bitte in Ruhe jetzt. Also ich möchte ja eigentlich nicht, aber ich brauche eigentlich Crack, ne? Oh. Guck mal dein Beinchen und dein Ärmchen und dann brauche ich noch dein Köpfchen. Eigentlich brauche ich alles von dir. Mehr, wie viel habe ich denn jetzt? oh, der sieht schon ziemlich leer aus, der Mann. Dann würde ich mal darauf plädieren, dass mir garantiert wieder was durch den Boden geglitscht ist. Hat er noch seinen Korb? Nee, auch nicht mehr. Da liegt noch was. Ach nee, da liegt nichts mehr. Ja, wir müssen mal kurz gucken, was wir bekommen haben von ihm. Ja, der Kopf ist uns abhandengegangen, also schade. Den werde ich auch hier nicht mehr finden, glaube ich. Ja, das sind Klone, ne? Keine Angst, meine lieben Freunde. Das sind Klone. Also Blick ist jetzt nicht wirklich weg. Blick ist, gibt's mehrmals. Das war nur einer von den Flicks. Ja, die haben Flick und Flack hier damals geklont. Weil sie gedacht haben, von den besonders Schlauen müssen wir mehr machen. Und bis sie festgestellt haben, dass die gar nicht so besonders schlau waren. So, unsere kleinen Buckligen hier. So, und damit sind wir ja schon fast an der Höhle. Mensch, super. Super. Naja, noch ein paar Stöcke mitnehmen. Vielleicht dann noch schnell die letzten Pfeile noch craften. Also der Mann tut auch so, weißt du, der schwingt dreimal sein komisches Schwert, was nicht mal ein halbes Kilo wiegt. Und danach ist er dann außer Atem. Kann ja wohl nie wahr sein. Was ist nur aus den Menschen geworden? Nichts können sie mehr, nichts halten sie mehr aus. Kaum sind im Winter mal unter 10 Grad. Oh, ist ja so kalt. Alle verwöhnt. So, da sind wir angekommen. Da, Hallöchen. Stopp, Seil. Normal habe ich ja hier immer noch ein bisschen Chicorée, aber den haben wir jetzt nicht im Winter. Ein paar Geldscheine.
Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz rein und gucken mal, was da denn neu ist. Ach du Kacke, ich bin in der falschen Höhle. Halt, Kommando zurück. Ich bin in der falschen Höhle. Warum sagt ihr denn aber auch nichts, meine Lieben? Ihr lasst mich hier einfach herlaufen. So, wir müssen in die Seilpistolenhöhle, ist die da hinten. Weil das hier ist nämlich die Höhle, wo man die Schippe holt. Die Schaufel. Und die Schaufelhöhle brauchen wir momentan nicht. Ja gut, jetzt sind wir aber auch ehrlich, wäre jetzt auch nicht so der große, war jetzt nicht so der große Umweg. Wir mussten eh in diese Richtung hier. Oh. Da, glaube ich, springe ich mal lieber nicht runter. So. Er hat gerade up gemacht, hat aber keine Energie verloren. Alles gut. Also immer noch kein Fallschaden durch den Schlitten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir müssen mal ganz kurz einmal Pfeile craften. Ja, das haben sie auch neu gemacht, dass wenn man das hier öffnet, das Inventar, dann wackelt alles so kurz einmal, die ganzen Gegenstände. Müsst ihr mal drauf achten hier. Guck mal, ich mach mal das Inventar auf. Die wobbeln. Die sagen dazu Wobbling. Wobbling. Ja, die wobbeln. Die wobbeln ein bisschen. Finde ich okay. So, zwei Stöcke wieder mitnehmen. Dann sind wir da auch wieder auf der sicheren Seite. Und dann können wir mal uns jetzt weiter auf den Weg machen zu dieser Seilpistolenhöhle. Und die Uhrzeit sagt, es ist jetzt schon 16 Uhr. 16.19 Uhr schon? Oh. Da wird es ja bald dunkel. Da müssen wir hin machen, ne? Ja, hier mal ein bisschen was mitnehmen hier. Mach doch mal die Musik aus. Ich werde hier erwischt. Die hören mich doch sonst. Da war ein Kapuzenpullover. Alles klar, wir haben einen Kapuzenpullover gefunden. Sehr geil. Sehr geil. Den haben wir noch nicht gehabt. Der hat uns noch gefehlt. Wusste ich jetzt auch nicht, dass er hier ist. Jetzt im Nachhinein ja. Fällt mir wieder ein, aber das ist schön. Das ist schön. Aber sonst natürlich nicht viel hier. Na, hier in der Mitte liegt auch nichts mehr groß. Die Fliegen surren herum. Und wir machen uns weiter auf den Weg zur Höhle. Wir gehen mal hier quer über die drei Plusarme drüber. Können ja mal ein Stückchen Crack nehmen. Ne? Dann fühlen wir uns auch nicht ganz so schwach, wenn wir nachher pennen gehen müssen. Weil je leerer der Magen ist und je mehr Durst man hat, wenn man schlafen geht, desto weniger erholt man sich über Nacht. Ebenso auch, wenn man draußen schläft. Ne? Haben wir ja gelernt. So, jetzt meine Lieben, jetzt kommen wir an einem See vorbei, an dem echt viele, viele, viele Leute gerne bauen. Wo ich sagen muss, kann ich verstehen, auf der einen Seite, denn das sieht ja wirklich geil aus, ist es eine gute Gelegenheit, hier eine Hütte hinzuzimmern und sich so ein Stück Areal abzugrenzen. Mit einer Palisade, dass die da nicht drüber kommen, weil das hier so kleine, kleine Flusslaufläufe sind, die alles irgendwie in so einer kleinen Halbinsel enden lassen. Wenn man hier nämlich so eine Palisade einfach drüber zieht, von einem Fluss zum anderen, dann hat man hier unten das ganze Areal für sich und kann hier schön bauen. Aber, was ich wiederum nicht verstehe, ist, hier sind überall Dörfer. Hier sind überall Dörfer, man ist hier voll im Mainstream, also man ist genau da, wo es abgeht. Die Höhle ist in der Nähe, ein Bunker ist in der Nähe. Hier ist nur Action. Und dann ärgern die sich darüber, dass sie keine Ruhe haben beim Bauen. Das verstehe ich nicht, da darf man sich gar nicht ärgern drüber. Ne, man muss natürlich die Gegend ein bisschen auskundschaften, bevor man sich niederlässt. Wenn man es jetzt nicht schon kennt. Dann sollte man auf jeden Fall mal außenrum so ein paar Meter laufen und mal gucken, ob vielleicht auch irgendwelche Wege in der Nähe sind. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, in der Nähe von einem Weg seine Base zu bauen. Oder ob irgendwelche Dörfer halt in der Nähe sind. Höhlen sollten nicht in der Nähe sein, sonst hat man Ärger mit Mutanten, die ja später aus den Höhlen raus spawnen, wenn man die Höhle schon einmal geöffnet hat. Ja, das sind so Kleinigkeiten, wenn man darauf achtet, kann man relativ viel Ruhe bekommen beim Bauen, sage ich mal. Wir haben Glück gehabt bei uns am Meer, also da ist weder ein Weg in der Nähe, gut, wir haben eine Höhle, da werden wir später dann noch Probleme kriegen mit Mutanten,
Ja, was heißt Probleme? Nicht wirklich Probleme, aber da werden wir auf jeden Fall Besuch bekommen vom Mutanten noch im Late Game. Da bin ich mir relativ sicher. Und aber wir haben wenig Kannibalen halt, ne? Wir haben weder ein Dorf in der Nähe, wir haben keine Wege in der Nähe und wir haben nichts, was die Kannibalen irgendwie geil finden. Also ein See oder irgendwie sowas, ne? Deswegen sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt da, wo wir sind. Ich finde es manchmal für meine Verhältnisse, ich finde es manchmal privaterweise ein bisschen zu ruhig. Ich habe es gerne immer auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Stress vielleicht auch, dass man sich auch so ein bisschen behaupten muss. Ich meine, wir haben ja jetzt hier einen Hard Mode Survival gewählt und ich habe gedacht, der ist um einiges schwieriger. Ich muss ehrlich sein, ich habe nicht gedacht, dass man so gut überleben kann im Hard Mode. Ich hatte ja sogar überlegt, ob man dann nicht vielleicht auch die Staffel relativ kurz hält im Hard Mode. Aber so wie sich das momentan gibt, fühle ich mich eigentlich ganz wohl, muss ich sagen. Ist jetzt nicht weiter weltbewegend, dass man hier Angst haben muss, dass man ständig hintereinander stirbt. Wenn man ein bisschen aufpasst auf seine Rüstung, passt es schon. Ne, man muss wissen, welche Gegner man mit welchen Waffen bekämpfen muss und man muss wissen, welche Reihenfolge man zuerst abgeht, damit man erstmal die Waffen holt, die man braucht. Ne, dann ist man eigentlich auf der guten Seite. Jetzt habe ich mal gesehen, wir sind relativ spät am Abend, deswegen werden wir hier die Nacht verbringen, bevor wir uns weiter auf den Weg machen. Bauen uns hier mal ein kleines Feuerchen hin. Ich habe gesehen, drüben auf der anderen Seite ist auch eins, aber ich will gerne eins hier haben. Am Zelt. So, haben wir denn noch ein bisschen Fleisch zum Braten? Wir haben tatsächlich Fleisch zum Braten. Oh, ich habe gesehen, jetzt ist die Übersetzung ja sogar da. Schaut mal, jetzt steht da rohe Fleisch. Nicht mehr raw Fleisch. Und bestimmt auch nicht mehr Kuppfleisch, sondern gekochte Fleisch. Aber es ist alles roh. Das heißt, wir können jetzt ruhig mal ordentlich raufschmeißen hier. Ist egal, wir braten uns mal alles durch, bevor es schlecht wird. Und selbst wenn es schlecht wird, können wir das immer noch wieder aufbraten, sage ich mal. Ja, und dann in der nächsten Folge geht's rein in die Hülle, ne, meine Lieben. Deswegen würde ich sagen, für heute war es das hier gewesen. Schauen wir mal den neuen Abschnitt hier drin, wie er ist und was es da gibt. Da bin ich sehr gespannt, aber ich gehe mal von aus, wieder ein Fragezeichen-Item, so wie auch in der Taucherhöhle. Ein Bauplan wäre geil, würde ich auch nicht nein sagen. Da müssen wir eben mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo die Baupläne sein sollen. Aber das alles zu seiner Zeit und nach. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne liken und kommentieren. Das freut mich immer. Klickt auch gerne auf Abo, das unterstützt mich sehr und ihr verpasst keine weitere Folge mehr. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts weiter zu sagen, dass ich jetzt hier das Fleisch noch zu Ende abbrate, schlafen gehen werde und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin erstmal. Tschüssi.